Meine Damen und Herren, wir haben jetzt gleich 7 Menschen auf dem Podium, die extrem vertrauenswürdig aussehen. Ja, oder? Ja, ja, okay. Man muss auch mal flunkern bei so einer Veranstaltung. So, oh, jetzt alles wieder kaputt gemacht. Sie randalieren schon, so kennt man sie, so liebt man sie. So sind sie jeden Tag im Bundestag. Ja, da ist noch mal richtig Stimmung. Ich begrüße ganz herzlich Gitta Connemann. Kommen Sie doch bitte zu uns. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende seit 2002, Mitglied des Deutschen Bundestags, Vorstandsmitglied des Parlamentskreises Mittelstand. Und den Rest erzählen wir weiter. Extrem vertrauenswürdig, weil sie ist Juristin aus dem sehr vertrauenserweckenden Emsland, meine Damen und Herren. Ja, da gilt ein Handschlag noch, oder? Absolut. Ich glaube, Sie sind genau in der Mitte. Renate Künast, meine Damen und Herren, Sie kennen sie alle, die frühere zuständige Verbraucherministerin, die auch Juristin von den Grünen. Hallo, extrem vertrauenswürdig. So, gleich daneben, wir greifen schon mal koalitionstechnisch ein bisschen vor. So, ich begrüße ganz herzlich den dritten Juristen im Bunde, Dr. Johannes Fechner. Kommen Sie doch einfach. Ein Küken im Bundestag, ganz neu dabei, 2013. Überflüssig zu erwähnen, ein Muster an Vertrauenswürdigkeit. Er ist an der Universität Freiburg promoviert und Vorsitzender der AG Recht und Verbraucherschutz, also auch einer vom Fach. Harald Petzold, MdB, wo ist er? Kommen Sie bitte zu uns, für die Partei Die Linke. Angenehm, kein Jurist und deswegen noch vertrauenswürdiger. Schön, dass Sie da sind. Harald Petzold, auch neu im Bundestag für Die Linke. Er kommt aus dem Kreistag Havelland und Sie sind Lehrer. So, sehr gut. Prima. Jetzt kommen wir zur Abteilung Unternehmen. Und die sind natürlich, hey, aber sowas von vertrauenswürdig, meine Damen und Herren. Fabian Nessmann, seit 2013 Sprecher von Uber Technologies. Schön, dass er da ist, hier in Deutschland. Nehmen Sie Platz. Er hat Wirtschaftswissenschaften an der European School of Business studiert, also der kann mit Zahlen umgehen, das ist auch schon mal ganz ordentlich. Carsten Wenzlaff, wo ist er? Vorstandsmitglied von Crowdsourcing. Vom Crowdsourcing-Verband. So, jetzt haben wir es. Jawohl. Er betreut das German Crowdsourcing Network. Ich werde ihn gleich als erstes fragen, was der Unterschied zwischen Crowdfunding und Crowdsourcing ist. Weiß ich nämlich nicht, das wird er uns erklären. Er hat studiert in Bayreuth, internationale Beziehungen in Cambridge, Verfasser von Crowdsourcing-Studien, also auch Vertrauen 1a. Wir fangen mit Frauen an, wir hören mit Frauen auf. Ineke Paulsen, kommen Sie zu uns. Sie ist Chief Brand Officer bei Wimdu. Wir haben die ganze Zeit, hallo Frau Paulsen, nehmen Sie Platz. Wir haben die ganze Zeit immer von Airbnb geredet heute. Dagegen müssen Sie jetzt sofort aus dem Stegreif erklären, dass Sie eigentlich das wahre Airbnb sind. Das deutsche Airbnb. Wenn Sie dieses schwarze Ding, das einmal in die Hand nehmen, hören es alle. Ich glaube, es wäre als Brand Officer unklug zu sagen, man vergleicht sich mit seinem Hauptkonkurrent. Aber wir sind eine deutsche Firma und wir haben ein ähnliches Modell-Sharing von Unterkünften. So, jetzt machen Sie mal sofort hemmungslos Werbung. Warum sind Sie besser? Weil es bei Wimdu um Qualität geht. Wir haben unsere Apartments in den Top 10 Städten bereits persönlich geprüft und stellen das einfach mehr in den Vordergrund und sprechen auch tendenziell eine etwas ältere Zielgruppe 30+ an. Ja. Da haben Sie sich auf haben Sie sich auf einen Schlag irre viele Freunde gemacht hier im Publikum. Ja, super. Also barrierefrei, meine Damen und Herren, gehen Sie zu Wimdu. Ja, überall so Griffe. Kann man auch die Handschellen nochmal anmachen. Ja, so, man hört ja immer nur von Millennials. Herr Nessmann, wenn Sie dann jenseits der 30. Herr Nessmann, wenn Sie fertig sind mit Twittern, Uber hatte letzte Woche in Paris einen Bombenauftritt. Die Pariser Taxifahrer fanden, irgendwie haben wir mit den Uber-Leuten so ein Problem, haben die Stadt lahmgelegt, Courtney Love, im Hauptberuf war sie mal die Ehefrau von Kurt Cobain, war offenbar nüchtern, hat das mitbekommen, dass da was los war, war auch in Paris und hat gesagt, boah, ist ja wie in Bagdad hier. Was genau war der Konflikt? Also der Konflikt ist oberflächlich zwischen Uber und Taxi. Ich glaube, es ging da einer kleinen Gruppe von Taxifahrern darum, ein bisschen Krawall zu machen, wie das manchmal leider in Frankreich etwas üblicher ist. Ich bin ein halber Franzose, deswegen nehme ich mir das mal raus. Ich glaube nicht, dass das im Interesse von irgendjemandem ist, dass Konflikte oder,
oder grundsätzliche Fragen, die auch gesellschaftlicher Natur sein können, dass die in Gewalt ausarten? Also völliges Unverständnis. Ich bin absolut geschockt und ich bin auch teilweise geschockt, ob der Reaktion aus der Politik, muss ich sagen, in Frankreich. Achso, da habe ich gar nicht so mitgekriegt. Was haben die gesagt? Wenn Randale gemacht werden, Autos angezündet werden, dann ist da ja anscheinend eine legitime Frage und dann muss man da eingreifen und zwar im Sinne der Randalierenden. Sowas. Okay. Eine zustimmende Stimme. Das war mehr als bei den Ü30. Herr Wenzlaff, Crowdsourcing, Crowdfunding. Einmal kurz Begriffsabgrenzung. Also ich habe, als ich hier die Studie gesehen habe und Sie haben nur 23% können sich vorstellen, Crowdfunding-Angebote zu nutzen. Vom Bundesverband habe ich gleich meine Oma das erklärt, was Crowdfunding und Crowdsourcing ist. Da hat sie gesagt, ob das sich mit dem Schreiben von Kochbüchern und Krautsoßen und so weiter beschäftigt. Also, aber in meiner Familie weiß das jetzt jeder. Crowdsourcing ist, das nutzt auch wirklich jeder, wahrscheinlich einmal am Tag, Wikipedia. Man versucht mit der Crowd, mit der Community gemeinsam Sachen zu schaffen. Und Crowdfunding geht noch einen Schritt weiter, dass man auch die finanziellen Mittel beisammenträgt. Und das passt dann eben auch sehr gut zu dem Kongressmotto, nämlich, dass man nicht nur einem Business Angel oder einem VC, also einem Venture Capital Geber, ermöglicht, an spannenden Startups teilzuhaben, sondern dass über die Crowd man an Plattformen wie Vimdu oder Uber, ihr seid ja jetzt nicht über Crowdinvesting finanziert worden, aber wenn das wäre so, könnte man daran teilhaben und vielleicht dann auch daran mitpartizipieren, dass diese Unternehmen dann erfolgreich sind. Das ist Crowdfunding. So eine Art privates Risikokapital. Aber es gibt es eben nicht nur für Startups, die risikoreich sind, sondern natürlich auch für Mietshäuser, für Genossenschaften, für Energie, für Solaranlagen. Also viele Sachen, die eigentlich sehr sinnvoll sind für unsere Zukunft. Gut, vielen Dank. Verstanden. Fangen wir jetzt mal hier mit unseren vier Volksvertretern an. Als allererstes würde ich gerne mal wissen, wie nutzen Sie Sharing Economy? Sind Sie Uber, Airbnb, Kunden? Frau Konnemann, Sie gucken so. Naja, Airbnb ja offenkundig nicht oder Vimdu, weil ich älter bin oder gerade deswegen. Also ich gehöre zu den über 30-Jährigen. Konnte man nicht sehen, weiß ich, aber. Schön, dass Sie es sagen, sonst hätte ich das hätten Sie sagen müssen. Ich habe Ihnen die Chance gegeben, egal. Natürlich habe ich auch Erfahrung wie alle anderen. Erstens geht mein Zeitungsabo, wird weitergereicht von Nachbar zu Nachbar, Nachbarschaftshilfe. Ich habe mein erstes Büro gemeinsam geführt mit einem Kollegen. Wir haben uns eine Mitarbeiterin geteilt. Das war dann ein Bürogemeinschaftsvertrag. Und ich habe mir jetzt mit Freunden zusammen einen Apfelmostentsafter gekauft. Das heißt dreimal Sharing Economy, aber dreimal vollkommen unterschiedliche Modelle. Das eine echte Nachbarschaftshilfe, das andere wirklich ein arbeitsrechtliches Konstrukt und das dritte einfach Teile und Habe. Aber es war jetzt kein professioneller Makler dazwischen, wie jetzt ein Zimmer- oder Unterkunfts. Wenn Sie Agenten. Den Deutschen Bundestag nicht als professionellen Makler ansehen, dann nein. Niemals. Dann ist ja gut. Renate Künast, Sharing Economy Nutzerin? Aber in der Form, als man es noch auf Deutsch bezeichnen durfte und hat, das ist ja auch mal was Schönes. Ich habe schon vieles geteilt, von der Bürogemeinschaft bis über Rucksäcke, bis zum Waffeleisen oder Auto. Das Waffeleisen ist leider nie wiedergekommen. Ja? Ich glaube, die haben noch mehr Kinder gekriegt, hatten noch mehr Kindergeburtstage und Ähnliches. Aber diese Form lässt sich ja, glaube ich, gar nicht vergleichen mit dem, was teilweise heute stattfindet. Und ich würde auch gern darüber diskutieren, ob alles, was heute unter Sharing Economy läuft, wirklich Sharing Economy ist oder ob es nicht ein Gewerbe ist, ob da nicht neue Fragen drüber entstehen. Vorhin kam es ja schon, ob Airbnb wirklich immer privat ist oder vielleicht gewerblich. Die Frage stellen sich, glaube ich, alle hier im Raum. Wer sie sich nicht stellt, hat sich noch nicht damit beschäftigt, glaube ich. Also die Frage ist deshalb auch, was diskutieren wir sozial an Austausch, an nachhaltiger Politik, weil man die Dinge ja nicht alle x-mal produzieren muss, so auch mein Waffeleisen, wenn ich es auch gerne wieder hätte. Aber wir müssen dann auch gucken, das kam ja in dem Film auch, sind sie vertrauenswürdig
geben Sie mir Alter und Beruf an. Also da, es wird da gewerblich und ich frage mich, warum einer mein Alter oder meinen Beruf kennen muss. Du kennst die meisten schon, aber wenn ich jetzt unbekannt wäre, ja. Mhm. Das sind keine Tatsachen und Daten, die man erhebt, die wirklich zur Begründung einer solchen Sharing Economy notwendig sind, sondern da habe ich sofort den Verdacht, dass mit diesen Daten und Infos irgendwie ein weiteres Gewerbe betrieben wird. Und deshalb würde ich gerne diskutieren, was ist die gute alte Sharing Economy, auch wenn sie das digitale Zeitalter nutzt, und was ist nur anders verkleidet und in Wahrheit doch Gewerbe und Handel mit meinen Daten. Darüber reden wir gleich. Was ist Sharing, was ist Economy? Johannes Fechner, ganz kurz, Sie sind bestimmt noch unter 30. Sie sind Zielgruppe. Wo sind Sie in der Sharing Economy unterwegs? Zum einen haben wir einen gemeinsamen Rasenmäher und verschiedene Gartengeräte in unserer Wohnungseigentümergemeinschaft mit sehr strengen Regeln, wie die zu pflegen und zu putzen sind. Und darüber hinaus kann ich als Bundestagsabgeordneter mit meiner Netzkarte die Fahrräder bei der Bahn ausleihen, was ich auch schon gemacht habe. Okay, aber es gibt offenbar eine Berliner Ethik des Sharens, da kriegt man das Waffeleisen nicht wieder. Und es gibt eine Baden-Württembergische, da ja, die Häuslebauer, wird natürlich Erstmal ordentlich geputzt, der Rasenmäher hinterher. So, wir kommen zu Harald Petzold. Die Linke, für Sie muss doch ein Traum in Erfüllung gehen. Auf einmal teilen wir alles, das Ende des Kapitalismus. Wir sind eine riesengroße Freundesgemeinschaft. Oder könnte es sein, dass wir da einer romantischen Vorstellung aufsitzen? Sie können meine Gedanken lesen offensichtlich, denn ich wollte... Das ist bei Ihrer Partei nicht so ich schwer. Ich wollte damit beginnen, dass ich leider auch schon über 30 bin, aber in der Zeit, wo ich noch unter 30 war, war der Spruch Geiz ist geil noch nicht so en vogue wie heutzutage. Und da gab es den Spruch Teilen macht Spaß. Und insofern ist für mich Teilen natürlich eine Sache, die mir durchaus geläufig ist. Ich nehme immer wieder Leute auf meine Umweltkarte zum Beispiel mit oder leihe die aus, kriege sie auch wieder, Gott sei Dank, weil ich mir merke, an wen ich sie ausleihe. Und ansonsten geht es mir ähnlich wie Johannes Fechner, dass ich vor allen Dingen im Haushaltsgerätebereich, ich habe auch schon mal Carsharing mitgemacht, aber vor allen Dingen im Haushaltsgerätebereich durchaus Dinge verleihe oder mir auch selber borge und auch wieder zurückgebe. Meine drei Vertreter der Wirtschaft oder der neuen Wirtschaft im weitesten Sinne, diese vier hier sind ja für diese Sharing Economy jetzt eigentlich, würde mal sagen, nützen sie nicht viel, ne? Die leihen sich halt Haushaltsgeräte und geben sie wieder und machen sie sauber und wollen dafür auch nichts haben. Kriegen wir die noch, Herr Nestmann, oder ist das diese Generation uneinsichtig? Wäre wahrscheinlich nicht so intelligent, wenn ich jetzt die zweite Option nehmen würde. Nein, ich denke, also ich würde sagen, grundsätzlich geht es, glaube ich, nicht darum, sich zu entscheiden, entweder ich teile oder ich teile nie. Also grundsätzlich geht es darum, zumindest das ist unser Ansatz, man sollte die Möglichkeit und die ganz spezifisch im Mobilitätssektor jetzt bei uns, sollte man die Möglichkeiten vervielfachen, damit ich einfach ein größtmögliches Maß an Auswahl habe. Denn nur so kann ich andere Ziele, wie zum Beispiel weniger Verkehr, weniger Stau, wegen einer eigenen Pkw, kann ich die auch wirklich erreichen. Nur wenn ich ein Maximum an Optionen habe, dann kann ich aus diesem Maximum an Alternativen zu einer anderen Alternative eben was wirklich Sinnvolles machen. Von daher, natürlich bin ich mir sicher, dass ich die beiden Damen und die beiden Herren hier auch überzeugen könnte, irgendwann mit Uber ein Auto zu bestellen. Gut, wenn Sie noch mal ganz kurz, was Renate Künast gerade ansprach, einmal ganz kurz definieren, Sharing Economy. Sharing hatten wir heute Vormittag schon, hat relativ viele Begriffsmöglichkeiten, das heißt nicht nur teilen, sondern das heißt als Subjekt zum Beispiel auch Anteile, Aktie, Dividende, was auch immer. Ist Uber ein Teil der Sharing Economy? Also wir sind, danke für die Möglichkeit, zur Klarstellung, wir sind eine Vermittlungsplattform, auf der oder mit der Mobilitätsdienste, primär Mobilitätsdienste vermittelt werden. Manche, und das ist in Deutschland der Fall, sind gewerblicher Natur. In Deutschland hat der, sagen wir mal, der Peer-to-Peer-Gedanke hat keine Akzeptanz, zumindest auf gerichtlicher Seite, gefunden. Von daher ist das erstmal abgeschlossen. Wir sind Sharing Economy im wahrsten Sinne des Wortes, wo jetzt wirklich geteilt wird, das Waffeleisen, ob es jetzt zurückkommt oder nicht, und der Rasenmäher, ist das nicht. Und Uber ist ein Unternehmen, eine Unternehmung, und als solches hat Uber natürlich auch unternehmerische Interessen.
Also Sie sind, ich sag mal, im weitesten Sinne sowas eine Mischung aus Makler und Reisebüro. Sie vermitteln eine Dienstleistung und kriegen dafür eine Gebühr. Wir sind Vermittler, genau. Wir sind digitaler Vermittler und wir sind entsprungen aus einer Entwicklung der digitalen Art, die Sachen, die vielleicht nicht unbedingt neu sind, ermöglicht, aber deutlich besser macht, deutlich effizienter macht und damit auch vielleicht interessanter macht. Ich glaube, ein Element in Ihrer Umfrage war die Vertrauenswürdigkeit. Und jetzt kann ich natürlich eine Informationsineffizienz, wenn ich mit meinem Waffeleisen nicht, das ist jetzt leider das Beispiel des Tages, das wird jetzt entfremdet. Gut. Rechtlich ist es immer noch meins, ich weiß nur nicht, wo es ist. Aber, wir scheren das jetzt mal kurz. Herr Wenzlaff, Sie scheinen so ein bisschen den theoretischen Draufblick zu haben. Share Economy, sind Uber und auch Wimdu, die letztendlich Dinge vermakeln, als Agentur eine Provision bekommen, ist das streng genommen Teil der Sharing Economy oder ist das einfach so wie früher nur mit Internet? Also man könnte irgendwie alles Mögliche zur Sharing Economy zählen, auch vielleicht jedes Hotel oder sowas, das ist ja, wenn man so ganz weite Definitionen macht. Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass zu einer Sharing Economy gehören würde, dass jeder sowohl Anbieter als auch Nachfrager sein kann. Das ist bei bestimmten Angeboten, die eben als Sharing Economy bezeichnet werden, nicht mehr so stark. Also ich glaube, das ist das Wichtige, dass irgendwie jede Person im Endeffekt zu sich auf Wimdu registrieren kann und sowohl mieten als auch verleihen kann. Und das ist bei Teilen des Geschäftsmodells von Uber auch noch gegeben, in anderen nicht. Was ich aber als wichtig finde als Frage ist, es gibt Geschäftsmodelle, Francesca hat das morgen wunderbar aufgezeigt, die im Grunde genommen wirklich den Zweck der Plattform darin sehen, dieses Teilen zu ermöglichen. Und andere Geschäftsmodelle, die sind eben eigentlich darauf aufgewiesen, was ganz anderes zu machen. Also wenn in Deutschland zum Beispiel Airbnb und Wimdu es verboten würde, private Anbieter zuzulassen, wenn die sich nicht gewerblich registriert werden, dann würde das Geschäftsmodell auch noch weiterhin funktionieren. Es wäre eine Anpassung sicherlich, wäre vielleicht auch teurer, aber im Grunde genommen könnte man diese Vermittlungsfunktion weitermachen. Auch Uber, wenn man Uber zwingen würde, dass alle Leute, die sich dort privat registrieren, einen Taxischein machen müssten oder sowas, dann wäre das langfristige Geschäftsmodell von Uber dadurch nicht in Frage gestellt, weil Uber im Grunde nicht mit den Taxiunternehmen hier in Berlin konkurriert, sondern sie konkurrieren mit DHL, mit UPS. Sie sind eigentlich ein Logistikanbieter in der Zukunft, weil es darum gehen wird, im Grunde genommen etwas Neues, also im Grunde genommen etwas, wenn man Personen, Cargo oder was auch immer weltweit transportieren will, dass man eben das über alle möglichen Anbieter nutzt und Uber vernetzt die sozusagen. Und diesen Teil, das würde ich dann schon wiederum sagen, ist dann eben nicht mehr unbedingt reines Sharing, sondern da sind es eben Mobilitätsdienstleister und müssen als solche auch reguliert werden. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man eigentlich diese beiden Märkte auseinander? Wenn man jetzt eine Uber-Regelung in Deutschland macht, und darüber diskutieren wir ja, oder eine Airbnb-Windu-Regelung, dann würde man auch viele Modelle abkappen, die eigentlich sehr, sehr spannend sind gerade. Deswegen, was ich toll finde, ist, dass in den Niederlanden, dort überlegt man im Grunde genommen, eine smarte Regulierung zu machen. Ich will nicht sagen, dass unsere Abgeordneten nicht smart sind, ganz im Gegenteil. Aber was man dort eben macht, ist, man sagt, man möchte Regulierung wachsen lassen mit den Ansprüchen einer Plattform. Je größer eine Plattform wird, je marktbedeutender wird, desto stärker sind die Auflagen. Aber kleine, private Anbieter und so weiter haben erstmal überhaupt gar keine Auflagen, wenn sie anfangen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Weg, wenn man darüber nachdenkt, wie man dieses riesige Wachstumsfeld macht. Und Herr Müller hat das in seiner Rede ja auch schon angedeutet, ein paar Punkte. Aber ich glaube, da müssten wir noch weitergehen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ich glaube, was auch wichtig ist, dass man eben zum Beispiel Airbnb oder Wimdu oder Uber nicht nur als Konsument wahrnimmt, auch als Politiker. Wir haben zum Beispiel mal testweise bei Wimdu oder bei Airbnb uns angemeldet als Vermieter. Und man wird dann ordentlich beatmet. Man wird dann angerufen und muss sich in Skype-Telefonaten 3-4 Stunden lang auch öffnen gegenüber der Plattform und wirklich erzählen, was man dort vorhat, wer man ist und so weiter. Die Plattform wissen ziemlich gut, die wollen die Leute, die dort die Plattform nutzen, auch richtig gut beschützen. Es ist im Interesse der Plattform, dass keine schwarzen Schafe auf Wimdu oder auf Uber oder sowas ihren Quatsch treiben, weil dann sofort die Reputation weg wäre. Und ich finde, da müssen wir als Verbraucherschützer, müssen wir lernen, was die Plattformen digital eigentlich schon verstanden haben, wie man digitalen Verbraucherschutz hinbekommt. Deswegen würde ich bitten, alle MdBs bitte einmal sich
sich auf Wimdu oder Uber anmelden, aber nicht als Nutzer, sondern als Anbieter eines Autos oder einer Wohnung. Frau Paulsen, ist das wirklich so? Man muss bei Ihnen in 3-4-stündige Skype-Konferenzen und dann polizeiliches Führungszeugnis? Und also eine 3-4-stündige Skype-Konferenz hört sich jetzt extrem an, aber grundsätzlich achten wir natürlich sehr darauf, dass bei uns nur Angebote auf die Plattform kommen, die auch seriös sind und die auch das bieten, als was sie sich darstellen. Weil genau wie der Herr Wenzlaff eben gesagt hat, ansonsten ist unsere Reputation auf dem Spiel und von dem her haben wir ein großes Interesse hier am Verbraucherschutz, auch, nicht nur, aber auch aus Eigeninteresse. Renate Künast, an welchen Punkten braucht dieser junge Markt, der ja auch durchaus wachsen soll, damit die jungen Leute von der Straße weg sind, wo braucht dieser junge Markt Ihrer Meinung nach Regulierung? Wo ist dieses holländische Modell, je größer, desto regulierter? Klingt ja erstmal ganz charmant. Gute Idee? Smart Regulation hört sich als allererstes sowieso immer ganz toll an. Man muss aber trotzdem gucken, was drin ist und welche Regelungen man macht. Dass wir sozusagen das Nötigste regeln, sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Ich weiß nicht, ob klein oder groß das Kriterium ist. Ja, man könnte ja relativ groß sein und wirklich private Wohnungen teilen. Ich kenne aber einen, fängt mit A an, ist relativ groß, teilt angeblich private Wohnungen. Daran habe ich aber erheblichen Zweifel. Ich kenne auch Beispiele, denen ich belegen könnte, dass es nicht so ist. Also klein und groß ist ja nicht allein der Punkt. Man könnte 500 Wohnungen haben, die man vermietet und stellt dabei fest, das sind in Süddeutschland oder in Berlin aber doch nicht private, ja, an der Stelle. Deshalb weiß ich nicht, ob das Kriterium ist wirklich. Und dann muss man natürlich differenzieren, und zwar je nachdem, um welchen Bereich es sich handelt, welche Sicherheiten braucht man dann? Also muss man absichern den P-Schein, wo es ein Navi gibt, also den P-Schein als Kenntnisschein über Sachen vielleicht nicht, aber dafür müsste man sich überlegen, wer Personen befördert, sollte einen Erste-Hilfe-Kurs haben. Oder wer Personen befördert, muss trotzdem Datenschutzregeln einhalten, also nur das, was wirklich notwendig ist zur Begründung des abgeschlossenen Vertrages oder zur Geltendmachung von Schadensersatz oder so. Dazu braucht man aber viele andere Daten nicht. Und ich glaube, dass man da nur auf diese Art und Weise wirklich sauber trennen kann und dass wir vielleicht 3, 4, 5 Basisgruppen treffen und entwickeln müssen. Und dass wir da nicht alles sofort regeln können, glaube ich auch, weil das natürlich ein Bereich ist, der sich so schnell weiterentwickelt mit ganz neuen Anwendungen oder so, dass man mal gucken muss, man kann auch Basisregeln machen und einfach sagen, ihr müsst das, was in europäischen Datenschutzregeln ist, in nationaler Umsetzung einhalten. Oder müsst schon die App, mit der ich dann buche, entsprechend eingestellt sein. Gita Kornemann, kommen wir rechtlich hinterher mit der Regulierung? Das ist schwierig, weil wir es eben nicht nur mit einem Rechtsgebiet zu tun haben. An den Beispielen, die hier vorne schon genannt wurden, seitens der MdBs wurde deutlich, dass unterschiedlichste Gebiete betroffen sind. Und dann kann man eben nicht verallgemeinern, da gibt es nicht die pauschale Antwort. Deswegen bin ich auch ein bisschen zusammengezuckt, als Sie das niederländische Beispiel nannten. Ich bin halbe Holländerin, ich finde Holland ganz toll, aber ich glaube, Risiko ist keine Frage der Größe. Und am Ende geht es ja um den Verbraucher. Und da kann eben ein kleiner Anbieter mit einem kleineren Angebot am Ende genauso verbrauchergefährdend sein wie ein großer. Beziehungsweise bis hin zu einer persönlichen Betroffenheit. Hier ist ganz viel das Thema ja auch schon Fahrzeugbeförderung, Personenbeförderung genannt worden. Und da gab es ja auch ein tolles Beispiel hier in dem Film, dass dann eben gesagt wird, würden Sie mit mir mitfahren? Klar. Ja, weswegen, du siehst vertrauenswürdig aus. Ja, aber ich könnte 200 auf der Autobahn fahren, von Mast fahren, gegebenenfalls nicht versichert sein. Das sind ganz wesentliche Fragen und das Risiko riesig, auch wenn ich nur mit einem einzigen fahre. Deswegen glaube ich, pauschale Antworten verbieten sich. Eines können wir aber feststellen. Erstens, wir brauchen Mindeststandards. Da bin ich absolut auch beim VZBV, der das Thema hier ja auch auf die Agenda gesetzt hat. Übrigens auch, um es ein bisschen stärker nicht nur auf die politische Agenda zu holen, sondern darüber zu sprechen. Denn das ist in dem Film ja auch deutlich geworden. Können Verbraucher überhaupt was mit dem Begriff anfangen? Und da habe ich ganz viel
Also Achselzucken gesehen, und das beginnt ja schon bei der Begrifflichkeit Sharing Economy. Es wäre schon super, wenn wir mal einen deutschen Begriff dafür finden würden. Fände ich ganz klasse. Bietet ja vielleicht der heutige Nachmittag auch anders. Wenn man dann sieht, wirklich, was ist wirklich geshared, wo ist wirklich auch Teilen drin, wo Teilen draufsteht, da können wir dann ausgliedern schon mal die Vermittlungsplattform. Da brauchen wir ganz klare rechtliche Gerüste, sofern sie nicht schon bestehen. Und bei den anderen muss man entsprechend abschichten. Was ist Nachbarschaftshilfe? Gar keine Regulierung. Was ist draufgesetzt? Etwas mehr Regulierung. Deswegen holländisches Modell nicht unbedingt. Abgestufte Antworten, differenziertes Vorgehen, Klärung des Begriffs, klare Kennzeichnung, das ist für mich wichtig. EU-Harmonisierung nicht zu vergessen, auch das, dann dauert es nochmal 10 Jahre. Wir können ja damit anfangen, damit der Verbraucher wirklich weiß, was drinsteckt nach dem Motto Klarheit und Wahrheit. Und ich glaube, einem Bereich müssen wir uns neben den Mindeststandards wirklich zuwenden, und das ist die Frage des digitalen Sachenrechts. Denn wenn am Ende ein so wichtiger Rechtsbereich überhaupt nicht rechtsgesetzt ist, da haben wir natürlich noch einiges zu tun. Kurze Definition. Professor Harald Welzer hat heute Morgen in seiner Keynote gesagt, letztendlich zeichnet sich Sharing Economy dadurch aus, dass eigentlich normales soziales Miteinander, ich leihe Renate Künast mein Waffeleisen, das findet im Freundes- oder Bekanntenkreis statt. Das wird auch nicht monetarisiert. Es wird dann idealerweise zurückgegeben. Das ist Teil des Deals. Dieses soziale, normale Miteinander wird monetarisiert oder ökonomisiert und natürlich durch das Internet auch weit über den Bekanntenkreis hinaus gebracht. Harald Petzold, kulturell müssten wir doch eigentlich sagen, da passiert was, was wir gar nicht gut finden können, weil etwas, was unter Kumpels, unter Bekannten abläuft, wird jetzt auf einmal erstens ökonomisiert, muss dann aber auch zweitens sowas wie einen Rechtsrahmen kriegen. Ein Gebiet, was bislang irgendwie so im Privaten war. Ist das eine besondere Herausforderung für die Politik? Ist das neu? Na, sicherlich ist das eine Herausforderung, aber ich sag mal, hier vorne sitzen, glaube ich, kann ich übereinstimmend sagen, nicht Leute, die jetzt verliebt ins Regulieren sind. Also insofern denke ich immer, muss man gucken, worum geht es. Und ich sage immer, wir müssen all das nicht, oder das ist maßvoll reguliert, was sich an die Standards, an den Standards orientiert, die wir auch aus guten Gründen eingeführt haben. Wenn wir eine Mietpreisbremse, Sie haben vorhin alle geklatscht, als der Staatssekretär das positive Beispiel genannt hat. Ich könnte jetzt einen Vortrag halten darüber, was Mietpreisbremse tatsächlich drin ist in dem Gesetz, aber das lasse ich jetzt mal. Vor allen Dingen hat es die Kanzlerin erfunden, das war für mich eine ganz neue Information. Das haben wir natürlich nicht, eingeführt, um dann hinterher bei Sharing Economy sozusagen das wieder alles außer Kraft zu setzen oder dafür zu sorgen, dass Wohnraum vom Markt sozusagen genommen wird durch derartige Angebote, den wir eigentlich dringend brauchen. Und insofern sage ich, das ist natürlich ein Bereich, den ich dann regulieren muss und auch regulieren will. Und so sehr, wie ich das bedauere und auch ablehne, dass Herr Nestmann offensichtlich in Paris da schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Taxifahrern, aber es sind natürlich ein paar Sachen zur Regulierung des Taxifahrgewerbes eingeführt worden, die gute Gründe haben und wo ich auch dann damit leben muss, dass die Taxifahrer sich darauf verlassen, dass die Politik ihnen dann auch sozusagen die Sicherheit dafür gibt, dass die Investitionen, die sie darin getätigt haben, um dieses Gewerbe ausüben zu können, dann nicht für die Katze sind, sondern tatsächlich für sie auch ein Wirtschaftsmodell oder ein Unternehmensmodell ermöglichen, von dem sie leben können. Und die Angebote, die ich dann bei Uber, ich habe es selber noch nicht genutzt, aber ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, gesehen habe, da habe ich meine Zweifel, ob da die Dinge, die Taxifahrern sozusagen per Gesetz als Regulierung zugewiesen worden sind, tatsächlich, ob da mit einer oder der gleichen Elle gemessen wird. Und da, denke ich, muss nachjustiert werden. Und das ist ja ganz interessant. Die Sharing Economy, Johannes Fechner, umgeht ja immer so Gebiete, wo man denkt, oh, da haben wir jetzt endlich mal was reguliert. So 8,50 Euro Mindestlohn hat ja auch die Kanzlerin erfunden. Also mit ein bisschen Hilfe. Wer reinigt jetzt eine Airbnb-Wohnung? Das ist jetzt privat und das macht halt Mutti mal eben nebenbei. Das heißt also, soziale oder auch arbeitsrechtliche Gesundheitsstandards werden da einfach mal so ausgehöhlt. Wie kommt man, Sie können doch jetzt schlecht Frau Paulsen sagen, sie soll überall Mindestlohn bezahlen, wenn es privat ist. Ich glaube, das ist ein
ganz wichtiger Punkt, dass der Verbraucher wissen muss, ist es ein privates Angebot oder ein kommerzielles Angebot. Und bei den kommerziellen Angeboten müssen wir ganz klar regeln, dass die sich nicht aus der Verantwortung stehlen können. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, Haftungsfragen zu klären. Mir war das zu wenig, wenn Sie sagen, Sie vermitteln nur, aber sind dann nicht in der Haftung, wenn etwas passiert. Das kann sicherlich nicht sein, dafür sind die Risiken viel zu groß. Wenn ich eine Reise nach Bora Bora buche im Reisebüro und dann in Bottrop lande, dann haftet das Reisebüro. Und genauso meine ich, muss auch eine Vermittlungsplattform haften, wenn die Leistung dann nicht erbracht wird. Setzen Sie das Risiko, glaube ich, auf die einzelne Person ab, die da möglicherweise gar nicht versichert ist, wenn es zu einem Unfall kommt. Also das ist ein Punkt, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir die Haftung regeln. Und der andere Punkt ist, den ich vielleicht mit einem Beispiel aus den USA darstellen möchte, dass es natürlich auch steuerrechtliche Auswirkungen hat, wenn die Vermittlungsplattform nicht besteuert wird, dass dann die Privaten die Zimmer vermieten können, möglicherweise Menschen dort dann Zimmer kommerziell vermieten unter dem Deckmantel eines Privaten und dadurch dann ganz erhebliche Steuerausfälle drohen. Von den Sicherheitsfragen, der Brandschutz wurde vorhin schon genannt. Also ich glaube, wir brauchen eine Bagatellgrenze, da können wir diskutieren, nach welchen Parametern, aber da müssen wir, glaube ich, ganz genau festhalten als Gesetzgeber, wann sind Bagatellfragen hier erreicht, dass Verbraucher vermieten oder Personen mitnehmen und wann hat es kommerziellen Charakter, wo dann Haftungsfragen und das Steuerrecht dann noch eingreift. Ganz kurz, bei Slido unter Hashtag DVT15 können Menschen aus aller Welt können Fragen stellen. Eine lautet, nehmen wir die doch mal gleich, Germany neigt zur Überregulierung. Wie wird sichergestellt, dass das zu schaffende Regelwerk nicht erdrückend und demotivierend für die Sharing-Ökonomisten ist? Von einem mutigen Fragesteller namens Anonymous. Einmal ganz kurz aus der Praxis, Frau Paulsen. Sind Sie vom jetzigen Regelwerk in Ihrer ökonomischen Entwicklung gebremst? Es ist schwer zu beantworten, jetzt hier von gebremst zu reden. Also ich finde den Vorschlag über einer Bagatellklausel zum Beispiel sehr gut. Ich glaube, für Verbraucher muss vor allem Rechtssicherheit her. Wir finden hier zum Beispiel das Beispiel von London sehr inspirierend, wo einfach ganz klar gesagt wird, unter 90 Tage ist alles okay. Und über 90 Tage braucht es halt gewisse Genehmigungen etc. Unter 90 ist praktisch privat und drüber ist gewerblich. Genau. Aha. Das also man ist, kann hier durchaus einfach recht, handhabbare Regeln auch gemeinsam finden. Ja, aber jetzt noch mal ganz kurz. Es wurde im Film von Patricia Pantel die Frage gestellt, im Internet tolle Fotos und dann komme ich in so eine Ranzbude. Ja, kriege ich dann von Ihnen Schadensersatz oder vom Vermieter oder ich kann mich nur mit Sternchen rächen oder wie geht das? Also grundsätzlich, wie gesagt, tun wir natürlich alles dafür, dass das erstmal nicht passiert. Davon gehen wir alle aus. Aber wenn dann doch was passiert, rechtlich haftet der Vermieter. Aber natürlich sind wir als Wimdu daran interessiert, dass es hier keine Ärgernisse für den Verbraucher gibt und helfen hier Kulanz aus. Also falls wirklich mal was passieren sollte, was es übrigens nur in den seltensten Fällen tut, dann hilft auch Wimdu bei einer Ersatzunterkunftsbeschaffung oder ähnliches. Und zur Frage der Haftung, wir haben eine Versicherung abgeschlossen über die Schäden bis zu 500.000 Euro deckt, wenn dann doch mal was passiert, ist also der Nutzer und der Gastgeber in jedem Fall sicher. Sie finden 500.000 zu wenig? Naja, wenn ein Haus abbrennt, aber wenn mal die IKEA-Kaffeekanne runter oder das Waffeleisen verschwindet, dann ist es okay, wenn das Haus abbrennt, klar. Gut, also die einen, ich finde es viel, Sie finden es wenig, so scheren wir das miteinander. Herr Nestmann, ganz kurz nochmal zur rechtlichen Grundlage, damit wir über das Gleiche reden. Uber-Fahrer brauchen keinen Personenbeförderungsschein. Renate Künast sagte ja, Navi gibt's, Straßennamen auswendig lernen, so, aber es gibt Gesundheitszeugnisse, kann der gerade gucken. Neigt er vielleicht zum Frühbier oder heizt der wie der Henker? So, also gibt's da, was passiert, wenn ich dann an so einen Wilden komme? Also verschiedene Punkte. Heute, so wie auch bei Uber Pop schon, und Uber Pop ist eingestellt in Deutschland, braucht jeder, der sich über Uber anbietet und vermitteln lässt, braucht einen P-Schein. Davor braucht es nicht den P-Schein, aber es brauchte alle Elemente im P-Schein außer der Ortskundeprüfung. Also es braucht jeder einen P-Schein, es braucht jeder eine Zulassung für das Fahrzeug nach BU Kraft und es braucht jeder, wenn er der Unternehmer ist und nicht nur ein Fahrer, braucht er auch eine erfolgte Unternehmerprüfung, die bei der IHK gemacht wurde. Also wir haben da
wir erfüllen in Deutschland alle Genehmigungen, alle Lizenzen, die Sie anfordern können. Vielleicht Haftpflicht natürlich, wenn Sie Unternehmer sind, ganz klar. Und auch bei UberPop hatte Uber, sowie auch Vimdu und Airbnb beispielsweise, eine Versicherung abgeschlossen im Namen von Uber für alle Fahrten. Also Sie sind bei allen Fahrten, bei Uber weltweit, in allen 300 Apps-Städten, in denen wir präsent sind, sind Sie versichert. Aber vielleicht, um das Thema aufzugreifen, wir haben auch nie gesagt, dass wir keine Regulierung brauchen. Wir haben uns ja selbst reguliert. Es braucht eine, also ich würde mal den Begriff reinschmeißen, es braucht eine technologieneutrale Regulierung oder Regeln für das Ziel, vielleicht nicht für die Zielerreichung. Wir haben, natürlich ist es extrem wichtig, dass Sicherheit, Qualität, dass Versicherung geklärt ist, dass Verbraucherschutz geklärt ist, das ist natürlich wichtig und das kann man auch in Regeln festhalten. Die müssen aber vielleicht technologieneutraler ausformuliert werden, vor allen Dingen in Zeiten, in denen die Technologie sich immer weiter verändert und immer schneller verändert. Also es macht keinen Sinn, dass man sagt, ein Auftrag muss fernmündlich eingehen, wenn ich immer dann diskutieren muss, was ist denn jetzt ein fernmündlicher Auftragseingang in Zeiten einer App? 2015. Renate Künast? Also da haben Sie genau recht, weil ich finde, wir müssen uns genau angucken, was eigentlich die notwendigen Regulierungen sind. Und ich lasse mich ja nicht abschrecken, wenn Leute sagen, ach, ihr überreguliert immer. Ja, dieser Anonymus, der da fragt, da habe ich dann eine Vorstellung, aus welchem Spektrum raus er fragt. Politik hat die Aufgabe, das, was bei uns im Grundgesetz an Basisregeln und Schutzregeln stellt, auch in den ein oder anderen Paragraphen zu gießen und das als Standard aufzuschreiben. Politik hat auch die Aufgabe, wenn plötzlich große Veränderungen stattfinden, selber nicht mit dem Recht altes Gewerbe abzuwürgen oder so. Ja? Insofern, aber das kann man auch mit Übergangsregeln und so weiter regeln, da also auf Jobs, auf Leute, die davon leben, ein Stück Rücksicht zu nehmen, wenn sie darin investiert haben. Das machen wir in jedem Wirtschaftsbereich, dass wir diese Übergänge schaffen. Dann aber muss man gucken, was genau muss ich denn eigentlich regulieren? Ich finde, wir müssen ja auch eine Mischung hinkriegen. Wir können nicht eine Zerschlagungsrhetorik von irgendwie bieten. Wir können aber auch nicht sagen, alte existierende Monopole aus dem 19. oder 18. Jahrhundert haben jetzt einen Rechtsanspruch, noch bis zum Ende des 21. Jahrhunderts genauso zu bleiben. Ja, und wenn sich sowas wie Uber entwickelt, kann man nicht sagen, nö, das darf sich nicht entwickeln. Das müssen wir sozusagen irgendwie austrocknen, weil es schon ein Taxigewerbe gibt. Aber umgekehrt sage ich, die Basisregeln müssen da sein. Warum haben wir was geregelt, die mir die Sicherheit geben von meiner eigenen Gesundheit über die Haftung bis zum Datenschutz? Und dann muss umgekehrt aber das Taxigewerbe auch die Chance haben, sich zu modernisieren. Das ist ein interessanter Punkt. Das Berliner Taxigewerbe, als ich nach Berlin kam, das Erste, was man hier lernte, war über den Berliner Taxifahrer als solchen und das Gewerbe an sich herzuziehen. Ja, das war das Ende der Evolution, also umgekehrt. Das machen die aber so. Berliner über fast alles. Und darf ich noch einen Satz sagen? Das ja, sonst wäre man ja kein Berliner. So, aber auf einmal ist er ein schützenswertes Maskottchen. Ja? Jeder Taxifahrer ist wie Knut, man hat ihn plötzlich lieb und denkt sich, oh, wir müssen ihn vor Uber schützen und so putzig. Nee, aber was ist ja genauso wie so einige in der Taxi-Innung unheimlich über MyTaxi hergezogen haben. Nach einer Zeit haben sie gemerkt, dass wir im 21. Jahrhundert leben und dass die Leute nicht alle mit dem Ohr in der Warteschleife hängen wollen, minutenlang, sondern über dieses System buchen und haben gesagt, dann machen wir das auch. Also deshalb glaube ich, muss man auch im digitalen Zeitalter, wenn Dinge anders passieren, denen die Chance und Möglichkeit geben, sich auch weiterzuentwickeln. Aber so, es kann nicht Monopole Redezeit. Des letzten Jahrhunderts geben. Wir scheren Redezeit. Jeder darf mal. Wir hatten hier gerade eine Frage, die ich sehr spannend finde. Das ist die unten steht. Kann die Monopolbildung in der Sharing Economy gebildet werden? Weil wir hatten es auch schon, ich glaube, Harald Welzer sagte, ist der Plattformkapitalismus ist letztendlich das Ziel. Das ist ja im Silicon Valley nicht unverbreitet zu sagen, wir wollen jetzt nicht nur Kalifornien, sondern wir wollen erstmal die Welt erobern. Ja, so Google hat es vorgemacht, will man irgendwo fragen, ist man bei Google und schwupp haben wir ein Monopol. Und Uber ist ja nicht deswegen mit 50 Milliarden unterwegs, weil sie das so irgendwie in so kleineren Städten immer machen wollen. Die wollen letztendlich ein globales System entwickeln. Gitta Konnemann, wie wirkt man diesen monopolistischen Streben entgegen? Oder geht das überhaupt? Also wir haben immer natürlich den Große und Kleine. Hier geht es doch um eine Gratwanderung, dass man auf der einen Seite nicht eine neue Entwicklung abbremst, da wo sie gut ist. Und wir haben ja auch Beispiele gehört, wo das sehr gut läuft, wo es spannend ist für den Anbieter wie auch für die Wirtschaft. Und auf der anderen Seite dem zu begegnen, dass, und das sage ich jetzt mal aus Verbraucherschutzsicht,
dem Verbraucher gegebenenfalls Rechte genommen werden beziehungsweise noch nicht mal Mindeststandards eingehalten werden. Und deswegen habe ich schon ein bisschen geschluckt, Frau Paulsen, als Sie von 500.000 sprachen. Das hört sich auf den ersten Blick tierisch viel an, aber nur gesetztes Fall, es brennt, es fällt ein Balken runter, Sie sind querschnittsgelähmt, sind 500.000 Euro überhaupt gar nichts. Und hier im Einzelfall wirklich Standards zu kommen, die dem Verbraucherschutz gerecht werden. Ich glaube, das ist die Herausforderung, da muss man abschichten. Ich kann immer nur werben für ein differenziertes Vorgehen, im Sinne auch vielleicht einer Kaskadenlösung und auch mal zu schauen, was haben wir denn schon? Denn es gibt ja Rechtsgebiete, wenn ich in die Gewerbeordnung gucke, ins Handelsgesetzbuch, klingt jetzt total unsexy, aber da haben wir ja zum Beispiel Dinge wie zum Beispiel Bagatellgrenzen oder bestimmte Grenzen, mit denen man arbeiten kann. Das muss nicht unbedingt 90 Tage sein, das wird wahrscheinlich weniger sein. Dass man sagt, was können wir da überführen? Denn das Rad muss ich nicht immer neu erfinden. Aber am Ende ist ganz entscheidend die Transparenz für den Verbraucher, dass der wirklich sieht, wenn ich dieses Angebot wahrnehme, buche, bei wem auch immer, dann bedeutet das haftungsrechtlich vom Risiko her das für mich. Und ich kann sicher gehen an der und der Stelle. Und diese Transparenz, die halte ich für ganz, ganz wichtig. Das heißt, sich nicht hinter Begriffen zu verstecken, da kommen wir schon mal zum Sharing Economy Begriff. Zweitens, wirklich offenlegen. Und das sind für mich Mindeststandards. Welche Haftung wird gewährleistet? Was bedeutet das für mich im Einzelfall? Dazu gehört eine ganz klare Kennzeichnung im Sinne auch der Wahrheit und Klarheit, damit wirklich jeder weiß, was wirklich drin ist und nicht, was draufsteht. Und dann kann man am Ende sich entwickeln, wie man will. Dann kann man auch eine neue Plattform bilden für Personenbeförderung, sofern eben diese Standards auch gewährleistet sind. Ich möchte an dieser Stelle aber ein Wort auch noch mal für unsere Taxiunternehmen bilden. Also sind ja auch Wähler. Ich weiß, nicht nur, weil sie Wähler sind. Ich weiß, das ist total verknöchert, das System. Zertifiziert, reguliert, die würden sich das sicherlich auch manchmal anders wünschen. Aber die machen eines, die machen eine Grundversorgung. Und das macht Uber nämlich nicht. Wenn ich hier eine Oma habe, die auf der Straße steht und es regnet und sie sagt, ich möchte mal um die Ecke, dann zahlt sie ihre 5 Euro und wird mitgenommen. Und das macht Uber nicht. Und wir sollten das Thema Grundversorgung nicht aus dem Auge verlieren. Ja, gut. Das ist einer der klassischen Vorwürfe gegen Uber. Wir müssen jetzt mal ganz kurz, ich würde so wahnsinnig gerne über das Monopol sprechen. Die wollen nicht über das Monopol sprechen. Herr Wenzlaff möchte über das Monopol sprechen. Herr Nestmann möchte über die Oma sprechen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Das ist ja wie in der Regulierung hier. Keiner blickt mehr durch. Also als allererstes die alte Geschichte, wenn ich irgendwo im tiefsten Mecklenburg wohne und mit Uber irgendwo hin will, dann ist da kein Fahrer. Ich warte 4,5 Tage und wenn dann einer kommt, dann kommt er aus Berlin und kostet 400 Euro. Das ist eine der klassischen Uber-Geschichten, Herr Nestmann, und Sie haben jetzt die Möglichkeit, sie vertrauenswürdig zu entkräften. Also ich brauche noch das Mikro. Ah ja. Also ich müsste mich natürlich wehren. Natürlich nehmen wir die Omi mit, die Sie jetzt so betitelt haben. Warum denn auch nicht? Wir verdienen an jeder Fahrt. Also warum sollten wir die Omi nicht mitnehmen? Ob das jetzt 5 Meter oder 50 oder 500 oder 5000 Meter sind. Das ist erstmal, das würde ich mal als Vorwurf, der nicht haltbar ist, einstufen. Nein, aber wir wollen. Aber müssen Sie es im Zweifelsfall? Nein, aber wir wollen. Ah, Taxifahrer muss die aber, Omi also mitnehmen. Also ich möchte jetzt bezweifeln, dass Omi mitnehmen. Sich gegen den Taxifahrer zu Wehr setzt, der einfach weiterfährt, weil er sich nicht mitnehmen will. Also, Moment, aber stimmt das rein rechtlich? Taxifahrer muss die Omi mitnehmen und Uber muss nicht? Also de jure muss ein Taxifahrer natürlich aufgrund der Beförderungspflicht jemanden mitnehmen. Aber auch, Uber auch? Uber ist als ja Vermittler überhaupt... Nein, Uber ist als Vermittler nicht reguliert. Prima. Aber was ist jetzt mit dem Mecklenburg-Beispiel? Also in Mecklenburg... Da sind einfach keine Uber-Fahrer. In Mecklenburg gibt es noch kein Uber und... Sehen Sie? Ich würde jetzt mal anzweifeln, dass der demografisch sich veralternde und verdünnende Raum in den nächsten 90 Tagen Uber sieht. Also da bleibt die Beförderungspflicht des Taxis bestehen. Ob das dann de facto, ja, also wir haben es ja de jure, aber ob es dann de facto wirklich eine Beförderung zustande kommt, das stelle ich jetzt mal in Frage. Okay, so Herr Wenzlaff, also, Entschuldigung.
als ganz letztes, es geht auch, also ich habe vorhin gesagt, es geht nicht ums Entweder und Oder, es geht auch nicht ums eine gegen das andere oder Taxi gegen Uber. Es geht um eine Vervollständigung und um am Ende des Tages, wir sind am Verbrauchertag, um die Wahl des Verbrauchers. So, wenn in Deutschland oder in anderen Ländern eine gewisse Anzahl, eine kritische Masse an Verbrauchern sagt, ich möchte bitte Uber auch nutzen, auch wie Taxi, ÖPNV laufen und sonst was, dann ist es vielleicht aber auch ein Anliegen, was die Politik aufgreifen muss. Hm. Wir arbeiten uns ja ran. Herr Wenzlaff, Sie helfen mir jetzt, den Bogen zum Monopol zu schlagen. Ja, ich versuch's. Ja. Warum ist eigentlich, also diese ganzen Modelle wie Uber und Airbnb, die gab es auch hier in Deutschland gibt es eben natürlich Startups, jetzt Windows ist ein Beispiel, aber auch bei Uber gab es in Deutschland Startups, die versucht haben, das ähnliche Prinzip hier in Deutschland zu etablieren. Warum wachsen die viel wesentlich langsamer als jetzt zum Beispiel Unternehmen wie Uber? Meines Erachtens ist deswegen, weil natürlich die amerikanischen Unternehmen in der Regel sehr viel mehr Kapital, um einfach mal wirklich massiv in Datenbanken, in Werbung, Datenanalyse aufzubauen. Und dadurch sind die Modelle für den Endverbraucher sehr, sehr, sehr attraktiv, weil es eben sehr, sehr schnell geht etc. Und das ist, glaube ich, die Situation, weil die Investoren hinter Uber oder ich nehme mal Airbnb als Beispiel, den Investoren hinter Airbnb, denen geht es nicht darum, langfristig eine Dienstleistung zur Verfügung zu stellen, um Privatwohnungen bereitzustellen. Es geht im Grunde um was Airbnb wirklich disruptiv ist, dass man dort heutzutage schon sehen kann, wo in 2 Jahren in Berlin die Immobilienpreise hochgehen. Weil man das jetzt schon sieht, wo zum Beispiel auf Airbnb Preise, Wohnungsmieten höher und so weiter. Das heißt, also was diesen, angesagt und diesen, ist. Das hatten wir vorhin auch in der Debatte um, sozusagen, warum investieren die amerikanischen Investoren, die VCs, in Airbnb? Weil sie wissen, dass eigentlich das Spannendste an Airbnb nicht diese ganzen kleinen Wohnungen sind und nicht die Tatsache, dass dann vielleicht Leute mal nicht ins Hotel gehen oder sowas. Das ist total irrelevant, sondern die Tatsache, dass man im Grunde genommen eine Entwicklung vorhersehen kann darüber, wie sich global in einer Stadt Preise entwickeln werden am Immobilienmarkt. Daraus werden die irgendwann ein Geschäftsmodell machen. So, und was könnte man jetzt damit machen, das, damit es sozusagen... Jagt mir aber jetzt und, nicht mehr so, Vertrauen und ein. Was, richtig, genau. Und was muss man dann machen? Man muss dafür sorgen, dass die Alternativen, die wir in Deutschland auch haben, Startups, die das eben ernst nehmen, die sich dem dort Datenschutz unterwerfen, etc., dass die in der Lage finden, A, genug Investoren zu finden und sich eben auch abgrenzen können, eben über, natürlich über auch Darstellung nach außen und so weiter. Und da sind eben die Verbraucherzentralen meines Erachtens in der Funktion zu sagen, was sind eigentlich Standards, die wir uns wünschen und wie könnten wir diese Standards durch manchmal auch kleine Logos etc. voranbringen. Das braucht dann eben keine Regulierung. Zurück zu dieser Frage, sind wir überreguliert? An der Stelle glaube ich, ja, teilweise schon, weil wir dann zu schnell darauf vertrauen, dass wir ein Gesetz dafür brauchen, wenn eigentlich es im Interesse der Plattform ist, die in Deutschland operieren, hier gegründet worden sind, sich selber eigentlich abzugrenzen von dem, was in Amerika passiert. Darf ich da mal spontan sagen? Nein. Ich muss jetzt einmal von Frau Paulsen, erfahren, stimmt das, dass Sie mit Ihren Daten die Immobilienpreise in 2 Jahren vorhersagen können? Definitiv nicht. Dann machen Sie was falsch, wenn die anderen das können. Anscheinend machen wir da was falsch. Aber wir nutzen unsere Daten dazu, zu gucken, ob die Leute auf unserer Plattform vertrauenswürdig sind. Und die werden auch nicht verkauft oder es wird auch nicht sonst irgendwas damit gemacht, sondern der einzige Austausch, den es jemals gibt, ist, wenn jemand etwas bucht und dann der Gast und der Gastgeber die gegenseitigen Daten kriegen, um in Kontakt zu treten. Also jetzt nochmal zum Monopol, Johannes Fechner. Wenn, ich glaube, Goldman Sachs ist es, die bei Uber mit einem 2-stelligen Milliardenbetrag drin sind unter den Kapitalgebern. Die waren, glaube ich, auch bei der Finanzkrise nicht ganz untätig, das Ganze ordentlich zu befeuern. Herr Fechner, jagt Ihnen das Vertrauen ein? Ich meine, dass die jetzt irgendwie das neue Miteinander völlig uneigennützig betreiben wollen? Also ich glaube, genau das ist der Punkt, dass es sich hier bei diesem Unternehmen nicht um eine Organisation im Sinne des Allgemeinwohles handelt, dass gemeinsam Einkaufsfahrten für Senioren organisiert werden, in Mecklenburg-Vorpommern, wo auch immer, sondern dass es halt ein Geschäft ist. Und deswegen ist es wichtig, dass der Verbraucher genau weiß, auf was er sich hier einlässt, dass er möglicherweise nicht versichert ist. Diese Transparenz, was das Monopol angeht, glaube ich, dass wir kartellrechtlich genügend Vorschriften haben. Im Übrigen kann man sich auch mal, weil wir jetzt nur aufs Taxigewerbe gelobt haben, auch da die Frage stellen, ob es da nicht Verkrustungen gibt.
die aufzubrechen sind. Und auch das Taxigewerbe ist ja nicht gerade als Vorkämpfer gegen Scheinselbstständigkeit bekannt. Oder die intelligentesten Ideen, wie der Mindestlohn zu umgehen ist, höre ich bisher aus dieser Branche. Also insofern will ich jetzt nicht nur auf Uber draufschlagen, sondern ich glaube, da müssen wir allgemein als Gesetzgeber uns die Entwicklungen anschauen. Trotzdem, Harald Petzold, das interessiert mich. Da kommt jetzt einer mit ungefähr 50 Milliarden, ich glaube Dollar, im Kreuz über die Welt. Ich habe jetzt gehört, in Indien machen sie Rikscha-Uber. Das finde ich hochinteressant, also auch für ganz kleine Anbieter. Aber wie kann sich ein, ich sag mal, nationaler Markt wie Deutschland gegen eine solche, naja, doch relativ kraftstrotzende Investition wehren? Wie kann man Wettbewerb sicherstellen und das Monopol verhindern? Oder geht das gar nicht? Na, meine Meinung ist, wenn der politische Wille dazu da ist, kann man alles regeln, was man regeln möchte politisch. Ich sage, die Bedingungen müssen so sein, dass sozusagen die Gemeinwohlinteressen im Zentrum stehen, dass die Dinge, die auch mit gutem Grund beschlossen worden sind, wie beispielsweise soziale Standards, wie Umweltstandards, wie Verbraucherschutzstandards, wie Datenschutzstandards, zur Norm für alle gemacht werden. Und dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass also kleinere Startups, die also nicht in den Genuss von 50 Milliarden Bankriesen im Hintergrund kommen, auch die Möglichkeit haben, und sei es durch beispielsweise Programme, wie wir sie in Brandenburg aufgelegt haben für Gründungsfirmen, dass dort also Startkapital zur Verfügung gestellt wird zu zinsgünstigen Konditionen, dass also auch an solche Investitionsmöglichkeiten, dass da Zugang besteht. Und dann denke ich, kann man es schaffen, Monopolbildung auch zu verhindern. Meine Damen und Herren, wenn Sie irgendeine Startup-Idee haben, kommen Sie nach Brandenburg. Ja, das ist das Silicon Valley der Zukunft. Ja, es und Sie brauchen kein Essen mitbringen, ich sage es nochmal aus. Wir brauchen kein, aber es ist Wolf-Erwartungsgebiet. So viel muss der Ehrlichkeit halber dann auch hinzugefügt sein. Wir haben eine kleine Umfrage, die wir mit diesem Internet gemacht haben, zum Thema, wie viel Regulierung muss sein, wie viel Freiraum wünschen sich die Abgefragten. Da haben wir eine ziemlich klare 2/3, 1/3 Lösung. Wahrscheinlich sind die mit dem Freiraum halt die, die sich's leisten können und die anderen nicht. Überrascht Sie das? 64%, ist das in anderen Ländern auch so? Frau Pausen, Herr Nessmann, ist das so ein deutscher Wahn, dass alles immer reguliert werden muss? Sie dürfen das ganz offen... Ladies first, Herr Nestmann. Sie sind hört man mich eigentlich? Ja, tut's. Ja, also mich überrascht das ehrlich gesagt schon ein bisschen, gerade wenn man vorher die Zahlen gesehen hat zu, ist es eher eine Chance oder ein Risiko, die genau umgekehrt ausgesehen haben. Deswegen, ja, ich finde, wie gesagt, wir sind ja nicht gegen Regulierung, wir sind für einen offenen Dialog und für Sachen, die Sinn machen. Gut, so Herr Wenzlaff. Der Staatssekretär hatte das Thema Kleinlegerschutzgesetz angesprochen. Da waren wir jetzt wirklich in den letzten Monaten vor der unmittelbaren Herausforderung, eine gute Balance zu finden. Am Ende haben die Parlamentarier in allen Fraktionen Ausnahmen geschaffen von der Regulierung, weil sie gesehen haben, dass das, was im Kleinlegerschutzgesetz vorgesehen war, überhaupt nicht in der Praxis umgesetzt werden hätte können. Das hätte bedeutet, dass Mietshäuser-Syndikate nicht mehr existiert hätten, Genossenschaften, Crowdfunding, viele Sachen sehr, sehr schwierig geworden. Und ihr habt das geändert, genau. Aber das trotzdem, ist jetzt ein Kompliment. So, aber trotzdem gegen den Widerstand auch, glaube ich, von Leuten, die gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal diesen Markt sozusagen für den Verbraucher richtig sicherstellen, sodass sowas wie Procon, worum es ja dann ging, nie wieder passieren kann. Und wenn man sich jetzt das Gesetz anguckt, dann erstens könnte sowas wieder passieren und natürlich könnte es auch, wird es auch in Zukunft sein, dass Verbraucher digitale Geschäftsmodelle nutzen und dabei auf die Nase fallen. Das wird passieren und das muss auch passieren, weil Verbraucher, weil es einfach keinen absoluten Sicherungsschutz gibt. Und ich glaube, wir in Deutschland, wenn wir diese Debatte führen, dann gehen wir kulturell auf irgendeinem Grund auch immer eher daran, dass wir eher etwas zu sicher regulieren, als es erstmal freizulassen. Also auch europaweit. Ich gehe jetzt nicht den Silicon Valley-Gedanken, erstmal alles offen zu lassen oder den britischen Gedanken oder sowas. Erstmal alles ist erlaubt, bis es verboten ist. Aber wenn man vergleicht,
bestimmte Punkte, selbst die Italiener, die Schweden, die Niederländer, die Polen, die Slowenen und so weiter, die sind in bestimmten Punkten wesentlich experimentierfreudiger, was irgendwie innovative Geschäftsmodelle im Netz gehen, lassen erstmal mehr zu, als wir in Deutschland. Und das wir hatten einen ausgeglichenen Haushalt. Aber ist das, ich glaube, und das liegt, glaube ich, und das liegt an so einer Art deutschen Dilemma, dass wir da irgendwie selber erstmal so abstrakt darüber nachdenken, wir brauchen jetzt erstmal diese Sicherheit. Und das ist meines Erachtens ein falsches Modell des Verbrauchers. Im 21. Jahrhundert will der Verbraucher natürlich vom Gesetzgeber unterstützt werden und er will sicherstellen, dass es Standards gibt. Aber er will nicht komplett eingeengt werden, dass er zum Beispiel Uber nur noch zwischen 9 und 15 Uhr nutzen kann oder sowas. 64 und 36 wollen eingeengt werden. Also oder finden auf jeden Fall ein bisschen mehr Regulierung. Die Zeit läuft uns weg. Sie sind ja bestimmt noch eine Weile da, um sich von den anwesenden Herrschaften dann auch einvernehmen zu lassen. Deswegen kommen wir jetzt zur letzten Runde, liebe Renate Künast. Ich hatte das Gefühl, Sie haben vielleicht noch... Nicht? Okay, dann stelle ich jetzt eine Frage. Es gibt jetzt die Schlussrunde, Wunschkonzert. Sie dürfen sich von diesen drei... der Zierde des deutschen Jungunternehmertums dürfen sich was wünschen. Ja, was sollen die in den nächsten Jahren, worauf sollen die achten? Jetzt kommen sie nicht wieder mit den Versicherungssachen. Vielleicht noch irgendwas Neues. Ich habe was Neues. Los. Sich endlich zu verabschieden von diesem Kampfbegriff Regulierung. Ja, und ich will auch sagen, warum, weil ich finde, dass das eine Unterstellung ist. Regulierung ist immer, da regelt jemand was, das ist was Negatives. Nein, es geht nicht um Regulierung, sondern es geht um Mindeststandards. Und wenn Sie, wenn dieses Wort Regulierung so negativ benutzt wird, sage ich mal, wir haben in dieser Gesellschaft, Sie übrigens auch, weil Eigentum verpflichtet nach Artikel 14 Grundgesetz, auch die Pflicht, Klarheit und Transparenz zu schaffen. Und das möchte ich auch. Und dann sage ich mal, soll doch einer mit Uber fahren, wenn er möchte. Vielleicht fahre ich auch eines Tages damit. Oder soll doch einer über Airbnb oder über Sie, Frau Paulsen, eine Wohnung mieten. Aber was nicht sein kann, ist, dass wir wegen Regulierung beschimpft werden. Und auf der anderen Seite müssen wir uns um die Mieten kümmern, dass die überhaupt bezahlbar sind und. Oder die Leute in den Kommunen in Berlin, in den Bezirken, die sowieso zu wenig Personal haben, hinterherhechten in der Bergmannstraße, ob und was denn jetzt wirklich private Wohnungsvermietungen sind oder irgendwelche Investoren und reichen Eigentümer. Es geht um den Punkt, wissen, was drin ist. Stehen dahinter beim Transport oder bei der Wohnung Private, stehen da ordentlich bezahlte Jobs oder Leute, die viel Geld haben und deshalb so viel Eigentumswohnungen in der Bergmannstraße vermieten können als angebliche Privatwohnung? Sind es Leute, die über Uber zusätzlich neben dem Job fahren oder Leute, die davon leben müssen? Und das ist für mich der Kern. Wir müssen ausgewogen Grundrechte umsetzen und jeder Kunde soll immer transparent wissen, was er da auch an Dienstleistung einkauft. Und ich würde mir wünschen, dass Sie sagen, ja, wir möchten Transparenz herstellen, damit können Sie auch Werbung machen, statt uns vorzuwerfen, wir würden immer so eine Regulierung machen wollen. Ja. So. Das war schon Schlusswort. Gitta Connemann, jeder hat jetzt noch einen Satz. Ah. Ja, man muss ganz viele Uns hintereinander hängen. Das genau, kann man von Renate Künast lernen. Könnte ich vielleicht als Juristin, als eine von diesem gerade ja auch gefeierten Berufsstand, ich empfinde Regulierung auch nicht als etwas, das sofort immer auf Rechtsetzung rausläuft. Wir haben hier doch festgestellt im Rahmen der Diskussion, wir müssen abschichten und es gibt unterschiedliche Modelle, für die wir unterschiedliche Antworten bedürfen. Sie haben mich aber gefragt, was mein Wunsch an die drei Anbieter ist. Und da wünsche ich mir wirklich zwei Dinge, Klarheit und Wahrheit. Ich wünsche mir Klarheit im Sinne der schon angesprochenen Transparenz. Der Kunde sollte erkennen können, was wirklich hinter ihren Modellen steckt, mit allen Risiken, die sich damit verbinden. Und das Zweite ist Wahrheit, dass wirklich dann auch sich tatsächlich das dahinter verbirgt. Das eine sagen und das andere tun hat nämlich nicht unmittelbar etwas miteinander zu tun. Und dann soll der Verbraucher selbst entscheiden können, ob und was er wählt. Da bin ich die Letzte, die ihm Vorschriften machen möchte. Und das Dritte ist, ich möchte, dass Sie mit den Daten der Kunden, und Sie haben einen ganz großen Schatz, über den wir heute ganz wenig gesprochen haben, nämlich höchstpersönliche Daten. Und da haben Sie gesagt, Frau Paulsen, mit denen gehen wir vorsichtig um.
Das kann ich leider nicht kontrollieren, ob das wirklich der Fall ist. Ich wünsche mir, dass wirklich der Kunde darauf vertrauen kann, dass wenn er einen entsprechenden Vorbehalt auch unterzeichnet hat, dass sie den ernst nehmen und dass sie ihm überhaupt die Möglichkeit geben, zum Beispiel etwas wie Zweckbindung und Einwilligungsvorbehalt zu unterzeichnen. Gehen Sie sorgsam mit den Daten dieser Kunden um. So, mal gucken, was... Vielen Dank, Gitta Konnemann. Die beiden Herren haben jetzt das große Problem, die haben nicht mehr viel übergelassen. Ja, das ist jetzt die große Chance. Schaffen Sie Transparenz, zahlen Sie immer die Steuern, die anfallen und schließen Sie für alle, die Sie beauftragen, eine Haftpflichtversicherung ab. So kurz möchte ich es mal machen. Und mal ganz allgemein gesagt an alle Startup-Unternehmer, haben Sie nicht nur die 20- und 30-Jährigen im Blick, die Nerds, sondern machen Sie auch moderne, interessante Angebote für die alten Leute wie mich, über 40. Hallo. So, jetzt Harald Petzold, okay. Ja genau, jetzt alles, was noch über ist. Ja, also ich sehe es ähnlich wie Renate Künast. Für mich ist ganz wichtig, dass die Menschen die Gewissheit haben, das Grundgesetz gilt für alle. Das ist nicht nur eine Frage, dass Eigentum verpflichtet, sondern auch, dass alle vor dem Gesetz gleich sind. Und da kann es dann nicht sein, dass wir sozusagen ständig dazu aufgefordert werden, auf der einen Seite die Spielregeln so lasch zu machen, dass man ganz schnell ganz viel Geld verdienen kann und auf der anderen Seite uns dann verantwortlich zu erklären als Staat, dass wir für die Folgekosten aufzukommen haben. Das würde ich mir wünschen, dass da sozusagen an einem Ende des Stricks gemeinsam gezogen wird. Und zum Zweiten würde ich mir sehr wünschen, dass Sie im Sinne der Share Economy natürlich auch den Gedanken von Solidarität und verantwortungsvollem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen im Blick haben, sich nicht nur die Rosinen rauspicken, sondern tatsächlich also mit dem Taxi oder mit Uber dann auch nach Falkensee oder in die Uckermark fahren. Taxi in die Uckermark, da macht Reinhard Grebe dann ein Lied draus. So, ihr drei, Sie drei dürfen jetzt noch einen Wunsch an die Politik äußern. Ne? Das Imperium schießt zurück. Wir dürfen schon jeder einer. Also mein Wunsch wäre ein offener Dialog, um gemeinsam Regeln zu finden, die Sinn machen, die auch umsetzbar sind und die eben nicht die Monopole fördern, so nach dem Beispiel zum Beispiel von Herrn Wenzlaff. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht für die Versäumnisse von anderen als Sündenbock hergenommen werden, wie zum Beispiel in dem Wohnungsbau-Beispiel, also zum Beispiel in Berlin. Fehlen bis 2020 250.000 Wohnungen. Durch dieses Zweckentfremdungsgesetz wird nach der Studie, die der Senat auch für die Begründung des Gesetzes hergenommen hat, maximal 4.000 zurückgeführt werden. Also da zu sagen, wir haben eine Wohnungsknappheit wegen der Share Economy, ist einfach nicht entsprechend mit Wahrheit und Klarheit. Es hat sich bei Herrn Petzold so angehört. Wahrheit und Klarheit auf beiden Seiten. Vielen Dank. Diesmal fängt Herr Nestmann an. Ne? So. Danke. Ja, also ich glaube, ich kann mich fast größtenteils an die Ineke anschließen. Grundsätzlich würde ich anbieten, einen Dialog ohne Beschimpfungen, Frau Künast, wo wir uns pragmatisch damit auseinandersetzen, was es... Ja. Ich weiß, die also grundsätzlich sehr disruptiv unterwegs, die Frau Künast. Ja. Alle MDBs im Übrigen sehr disruptiv unterwegs auf Panels immer. Klar wünschen wir uns Regeln, wir wünschen uns einen fairen Wettbewerb und ein fairer Wettbewerb muss geregelt werden und die Regeln müssen Sinn machen, die müssen grundsätzliche Prinzipien unserer Gesellschaft und unserer Ordnung sicherstellen, Sicherheit, Qualität, Transparenz habe ich gehört, Verbraucherschutz, Steuern. Alles extrem wichtig, alles nichts, vor dem wir uns verschließen, haben wir seitdem, wir existieren, immer hoch angeführt und ich denke, dann befinden wir uns eigentlich auf einem ganz guten Weg, wenn wir uns da einig sind grundsätzlich. Wunderbar, so das Schlusswort, Herr Wenzlaff. Also ich würde mir wünschen, dass wenn wir über Regulierung reden, das wirklich eigentlich als Kampfbegriff, das stimmt, weil im Grunde genommen für die deutschen Anbieter, die Plattform, die hier in Deutschland Sharing Economy Modelle machen, ist das eigentlich ein gutes Fund, mit dem deutschen Datenschutz jetzt auch zu wuchern. Insofern wollen die das auch alle, sie wollen sich auch abgrenzen und das muss eigentlich noch stärker wahrgenommen werden. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Abgeordneten selber, bei denen schon ein hohes Maß an Kompetenz vorhanden ist, das hat man, wie gesagt, beim Kleinlegerschutzgesetz sehr stark gesehen, wo wirklich sehr gute Lösungen am Ende rausgekommen sind. Trotzdem melden Sie sich an und, also Herr Petzold, sprechen Sie nicht nur drüber, sondern nutzen Sie das wenigstens einmal. Dann kriegen Sie ein anderes Gefühl dafür, was auf diesen Plattformen passiert. Das würde ich mir wünschen. Und an unseren Gastgeber würde ich mir wünschen, dass so eine Veranstaltung zum Thema Sharing Economy mit der Branche selber
und natürlich den Verbraucherschützern in jedem Bundesland auch stattfinden, wenn das geht, wenn Sie das über Ihre Landesländer machen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Vielen Dank dafür, dass Sie das hier das Motto genommen haben. Danke. Gut, vielen Dank. Das waren Carsten Wenzlauf, German Crowdfunding Networks, Fabian Nestmann, Uber Deutschland, Ineke Paulsen von Wimdu und unsere geschätzten Volksvertreter Renate Künast von den Grünen, Gitta Connemann, CDU, Dr. Johannes Fechner von der SPD und Harald Petzold, Die Linke, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt Pause, eine Dreiviertelstunde und können, oder ja, jetzt noch ungefähr 37, 38 Minuten und Sie können darüber nachdenken, ob wir statt Regulierung in Zukunft alle Smart Ruling sagen oder sowas. Das klingt doch viel, viel besser, oder? Gut, bis gleich. Vielen Dank. Und tschüss.